Es gibt ja Karten legen, mit Karten zaubern, es gibt aber auch Karten drehen. Changer. Einen wunderschönen guten Tag, würde ich mal sagen, damit ihr es rund um die Uhr genießen könnt. Hier willkommen im schick und bald noch viel schöner Bereich. Heute geht es um meine Make-up-Favoriten und ich habe es mir heute so einfach gemacht mit der Vorbereitung. Ich bin ganz ehrlich mit euch, ich habe einfach diese Tasche aus meinem Badezimmer genommen, sie zugesippt, mit ins Büro genommen, weil da sind sie drin. Da sind alle Sachen, die ich on a daily base, wie es neudeutsch so schön heißt, verwende. Und jetzt bin ich selbst ein bisschen überrascht und ich schaue da gerade so rein, weil ich das natürlich jeden Tag so unbewusst mache. Und ich warne euch schon mal vor, ihr kennt bestimmt das eine oder andere Favoritchen schon aus einem anderen Video, weil ich nämlich tatsächlich nicht jede Woche einen anderen Favorit habe, sondern ich bin eine totale Graugans. Alle, ich würde mal sagen, ja, alle halbe Jahr, manchmal dauert es auch noch länger, kommt mal was um die Ecke und dann denke ich mir so, also du darfst bei mir einziehen in die Beauty Bag. Aber das ist wirklich sehr überschaubar und eins davon wird so geliebt, dass es hier schon in Alufolie gepackt ist. Also es ist alles maximal authentisch, Leute, schnallt euch an, es geht los. Wir starten mit der Foundation, die ist relativ neu. Da haben die anderen Produkte der Foundation noch nicht das Du angeboten. Ich habe ihr allerdings Rüde schon mal, ich habe so eine Deckel-Thematik. Ich weiß nicht warum, ich mag Produkte mit Deckeln nicht, was eigentlich total bescheuert ist, weil das dazu führt, dass natürlich auch mal irgendwas ausläuft oder nicht ganz so, ja, auch hier Deckel-Thematik, überall so eine kleine Deckel-Thematik, es sei denn, es muss wirklich verschraubt oder verschlossen werden, dann habe ich den Deckel natürlich da drauf. Ansonsten, gerade bei so auch so Skincare-Produkten in meinem Badezimmerschrank, wo ich weiß, die transportiere ich nicht, die sind alle immer deckellos. Weil ich mir manchmal denke, das ist wie so ein Instagram-Filter aussuchen. Es wurde mal hochgerechnet, wie viele Wochen, ich glaube, es waren Wochen im Jahr, die damals sogenannten Hipster dafür verbraucht haben, Filter auszusuchen. Weil das ja jedes Mal irgendwie so 60 Sekunden, 90, 120 Sekunden, das addiert sich auf, Leute. Und deswegen, das ist so ein bisschen bei mir mit dem Deckel, dass ich mir denke, wenn ich den zumache und wieder aufmache, ich meine, da kommt doch auch, müssen wir das gar nicht weiter ausbreiten, aber hier, das heißt, ich habe nicht mal geguckt, Revitalescence Skin Glow Foundation von Shiseido. Habe ich neulich mal ausprobiert, auf euer Geheißenen, weil da hat sich jemand gewünscht, ich soll das mal ausprobieren. Und dann war ich sowas von geflasht von dieser Foundation, weil die nämlich total leicht ist und ganz natürlichen Hautglanz gibt. Und, ich setze noch einen drauf, die ist einfach auch den ganzen Tag schön. Die kann man ganz dünn auftragen, mag ich gerne. Ich mag es nicht, wenn ich trage ja verbal immer gern dick auf. Da bin ich ja nicht so dünnschichtig unterwegs, möchte ich sagen. Aber bei der Foundation, da habe ich gerne was, was ich ganz zart auftragen kann, damit ich nicht aussehe wie Marie Antoinette, weil dafür fällt mir einfach immer toujours das Macaron in der Hand, außerdem irgendwie das Schlösschen on top. Das heißt, ich muss gucken, dass ich einfach immer noch aussehe wie die Working Class Susanne, die Gas gibt 24/7 in ihrem dynamischen Leben. Und dafür brauche ich eine Foundation, die dünn ist, die mir irgendwie so kleine Pickel, die ich immer habe, man gönnt sich ja sonst nichts, abdeckt. Ich gehe so weit, ich habe die nämlich entdeckt in einer Zeit, wo ich nicht ein paar Pickel hatte, sondern richtig viele Pickel. Es ist mir fast ein bisschen unangenehm zu sagen, warum. Sobald ich Nüsse esse, blühe ich auf wie nochmal was. Dann habe ich noch eine Skincare ausprobiert, die mir zugeschickt wurde. Und die Kombination aus Nuss und falscher Skincare hat dann dazu geführt, dass ich kurzfristig so aussah wie das letzte Mal mit 12,5. Und das hat die trotzdem abgedeckt. Also die bleibt auch, wenn ich sie ein bisschen aufbaue, bleibt sie trotzdem natürlich. Das heißt, es ist jetzt nicht eine Foundation, wo ich sagen würde, die könnt ihr nur nehmen, wenn ihr gar keine Hautunreinheiten habt oder nichts abdecken wollt. Was ich trotzdem mag, ist, dass die ursprüngliche und eigentliche Hautqualität erhalten bleibt. Das ist nämlich tatsächlich so ein bisschen, es ist Augenwischerei. Ihr könnt eure Hautstruktur durch eine Foundation nicht wirklich beeinflussen. Ihr könnt sie kurzfristig kaschieren, ihr könnt sie kurzfristig ein bisschen faken, aber spätestens nach ein paar Stunden
sieht man es einfach durch. Dann kommen eure inneren Werte wieder zum Vorschein. Deswegen schaut lieber, dass ihr eine Foundation habt, die eine gewisse Transparenz mitbringt im Sinne von, da schaut eure Hautqualität durch und trotzdem wird der Hautton angeglichen. Ich nehme die übrigens auch zum Augenring abdecken. Die hält auch echt super als Concealer. Ich finde die sogar besser als ein Concealer. Weil beim Concealer habe ich immer das Gefühl, dass ich mit dem Concealer eher die Sache verschlimmbessere. Ja, wenn ihr Poren habt, das sieht immer so bescheuert aus, dann gerne das Make-up auch richtig so reindrücken, ja. Also schön tupfen. Ihr werdet sehen, wie es optisch gleich viel feinporiger aussieht, wenn ihr so an die Sache rangeht. Weil wenn ihr das drüber zieht, markiert ihr euch eigentlich immer nur den Rand eurer Pore und der Krater bleibt erhalten. Ich sag's euch. Als nächstes kommt dann in meiner Routine, sorry, nach 20 Jahren, ich kriege die Namen einfach nicht mehr in meinen Kopf. Das ist so, als würde man eine Sprache lernen und jedes Jahr würden 4000 neue Vokabeln dazukommen. Ich kriege noch die Vokabeln der 90er hin, aber jetzt langsam hört es auf. Also von NYX, das HD Studio Photogenic Finishing Powder. Ist super fein. Könnt ihr euch mal, ach, das ist echt, sieht ein bisschen aus, als wäre es illegal. Ist es aber nicht. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Das macht ganz gerne so ein Wölkchen. Und das könnt ihr dann einfach so genau dahin tupfen, wo ihr euer Make-up fixieren wollt. Also das Make-up wird so fixiert in diesem Puder. Ich würde sogar so weit gehen, dass dieses Puder das beste Fixing-Puder ist, egal ob teuer, günstig. Ich war noch nicht auf anderen Planeten unterwegs, aber ich würde jetzt mal sagen, auf diesem Planeten würde ich so weit gehen, dass es tatsächlich das Beste ist. Mattiert, fixiert, perfektioniert. Jetzt gehen mir die Irrt-Worte aus, aber es ist einfach in allem der bestmögliche Superlativ. Das Einzige, was ich euch damit nicht empfehle, ist, euer Augenlid abzupudern, bevor ihr den Lidschatten drauf macht, weil es tatsächlich so fixiert, dass es dann danach auch einfach, danach kriegt ihr keinen Lidschatten mehr gescheit drauf. Ihr macht den Lidschatten vorher drauf und fixiert dann den Lidschatten damit. Seid ihr besser mit Braten. Genau, das ist mein liebstes Puder. Das habe ich hier. Jetzt schauen wir mal, wie ich normalerweise weitermachen würde. Dann im nächsten Schritt kommt, Gott, oh Gott, da kann ich nicht mal mehr den Namen lesen. Schaut mal her. Das ist total, da muss ich jetzt dann später schauen und es euch in die Kommentare schreiben. Das ist auf jeden Fall der Bronzer von Gucci. Der begleitet mich schon mal. Kleine Episode in meinem Leben. Lieb ich total, weil der hat so einen total schönen, warmen Braunton und ist für mich der kürzeste Weg zu einer sommerfrischen, jugendlichen, attraktiven, fantastischen, phänomenalen Haut. Ich mag den wirklich gerne. Ich habe ganz viele Bronzer in meinem Leben schon ausprobiert. Mit den meisten sah ich irgendwie ein bisschen aus, wäre einmal kurz durchs falsche Pigment gerannt. Das muss ich ganz ehrlich gestehen, weil es mir oft die Wärme der Bronzer fehlt. Das sind dann eher Produkte, die dafür gemacht sind, dass sie auch gleichzeitig Contouring-Produkt sein sollen. Und das soll es ja nicht. Ich möchte den Bronzer, also ich möchte mein Gesicht nicht konturieren, weil ich sieht bei mir einfach nicht gut aus. Ich habe ein dermaßen langes Gesicht und es sieht dann immer so aus, als hätte ich irgendwie so einen Zwischenstrich in der Rechnung gemacht. Also das sieht einfach nicht schön aus. Also mache ich einen Bronzer. Zeige euch aber gleich auch nochmal, wie ich das dann trotzdem mache, dass mein Gesicht durch den Bronzer so ein bisschen in Form gebracht wird. Ich tupfe den hier so direkt auf die Wangenknochen. Das alles mache ich übrigens mit dem Foundation-Pinsel von Miriam Jax. Den habe ich mal selbst designt auf einem Event. Da war Miriam da und hat gesagt, Mensch, heute basteln wir mal. Da habe ich den Bastelwastel dermaßen von der Leine gelassen und habe alle anderen an die Wand gebastelt. Das war sehr geil, weil irgendwann kam dann Miri so zu mir und meinte so, du machst das wirklich sehr schön, wie so eine Lehrerin, die mich gelobt hat. Das war total schön. Da war ich ein bisschen stolz und ich habe Pinsel gebastelt bis zum Get No More und die sind dann versiegelt worden. Und jetzt habe ich eben diese eigenen Pinsel da gemacht. Schön. Genau, also ich tupfe das hier so auf mit diesem Foundation-Pinsel und dadurch wird es so ein Hauch von Bronzing
ohne dass es jetzt so richtig aufdringlich ist. Dann mache ich das hier noch an die Nasenwurzel und noch immer hier unten ins Kinn. Und dann bin ich mit dem Bronzer schon fertig. Also wie gesagt, schaut in den Beschreibungen, da schreibe ich euch das rein, weil das hier kann man wirklich nicht mehr lesen. Als nächstes nehme ich, kann man auch kaum noch lesen, der Blush Please Glow Play Blush von MAC. Da habe ich was MacGyvert, Leute. Guckt mal, da ist der Deckel vorne rausgefallen. Ich weiß nicht mehr, wahrscheinlich war ich so in Fahrt und habe das Ding irgendwie einmal quer durchs Badezimmer geschmissen. Dann war, also es ist auf jeden Fall zerbrochen. Und dann war der aber noch so voll. Und dann dachte ich kurz so, nee, den kann ich ja jetzt nicht. Also ich meine, ich mag gerne ohne Deckel, aber so ohne Deckel mag ich auch nicht. Also habe ich diese Alufolie genommen, nicht weiter sagen. Und das ist ein ganz, 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 ganz wunderbarer Rouge-Ton. Herrlich. Der ist so ganz, könnt ihr hier auch sehen, so ganz subtil rouge. Das heißt, ein ganz, ganz zartes, frisches Rot, was, ach, das ist einfach so, selbst wenn ihr den direkt auf die nagische Haut gebt, sieht das immer aus, als würde die Röte so aus euch selbst rauskommen. Als hättet ihr gerade einen Liebesbrief bekommen. Oder zwei. Ich muss ja ehrlich gesagt mir eingestehen, dass ich die meiste Zeit an meinem Teint rumbastle, weil ich einfach schon als kleines Kind wurde mir immer gesagt, so, oh, du bist so blass. Wenn ich zum Kopieren ins Sekretariat gekommen bin, in der dritten Klasse, saß da die Frau Schneider und hat mich angeschaut und meinte so, meine Güte, Susanne, jetzt ab nach Hause mit dir. Und ich so, ich wollte nur das Matheblatt für die 2C fotokopieren. Und die Frau Schneider sagt, also, jetzt erstmal hinlegen, die Krankenschwester kommt gleich, Füße hoch. Du merkst ja selbst gar nicht, wie schlecht es dir geht. Und ich so, nein, ich bin einfach nur sehr blass, immer schon gewesen. Und da ich nicht mehr von der Schulsekretärin nach Hause geschickt werden möchte, habe ich in den letzten Jahren einfach das Rouge- und Bronzer-Thema total für mich entdeckt. Und auf einmal sagen mir Leute, selbst an Tagen, wo ich wirklich mal von der Schulkrankenschwester gecheckt werden müsste, Mensch, siehst du gut aus. Ist auch andersrum ein bisschen befremdlich, aber ich kriege lieber Komplimente, ich bin da ganz ehrlich. Als nächstes habe ich den Rare Beauty Highlighter in der Farbe Transcend. Das ist eine Offenbarung. Das ist wirklich, wirklich, wirklich der schönste Liquid Highlighter auf der ganzen Welt. Den nehme ich hier einfach so auf, sodass wirklich so ein Hauch von dem Liquid Highlighter auf diesem sehr kompakten, flachen Pinsel ist. Und gebe den da nochmal so drüber. Nur so, damit sich die Sonnenstrahlen auf meiner Wange reflektieren und so ein bisschen tanzen. Ich mache mich selbst zu einem einzigen Kunstwerk, das keine weiteren Fragen mehr offen lässt. Ich hoffe, ihr wisst, dass ich das alles ironisch meine. Und nicht, dass ihr denkt, so heiliger Bimbam. Das dürft ihr natürlich trotzdem denken, aber ich meine das alles nicht ernst. So, aber wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt eine Freshness auf dem Backen und ein bisschen eine Bronziness und noch ein bisschen eine Highlightiness. Und das hier war absolut korrektes Deutsch. Wir machen weiter im Text und wenden uns den Augenbrauen zu. Den Stift habe ich euch neulich schon vorgestellt. Grandioso, sage ich mal. Ganz, ganz, ganz toller Stift. Den habe ich einmal in einem helleren und einmal in einem dunkleren Braun. Und mit dem helleren Braun gebe ich erstmal meinen Augenbrauen ein bisschen Kontur. An dieser Stelle möchte ich noch einmal den Tipp aussprechen, dass die Kontur, es macht tatsächlich total Sinn, die nicht zu nah am Spiegel zu machen, weil es ist einfach so, es liegt in der Natur der Sache, dass euch Leute nicht aus nächster Nähe, also außer eurem Geliebten, sieht euch oder eure Geliebten oder der Person, die euch liebt, sieht euch ja niemand so aus nächster Nähe. Vielleicht morgens um 7 in der U-Bahn, wenn die alle immer so dicht. Aber die interessieren sich nicht für eure Augenbrauen. Auf jeden Fall ist es so, dass Augenbrauen den Rahmen des Gesichts bilden und das auf die Distanz. Das heißt, ich schaue, dass auf die Distanz meine Augenbrauen einen schönen Rahmen bilden und gleichmäßig und symmetrisch aussehen. Und das schafft ihr sehr viel leichter, wenn ihr dabei so ein ganz kleines bisschen auf Distanz seid.
Und dann zaubert ihr euch da schon mal so ein bisschen den Grundrahmen. Und die Feinheiten machen wir dann gleich aus der Nähe mit dem zweiten Stift, der, oh Gott, mit dem zweiten Stift, der so ein bisschen dunkler ist und eher in der Farbe meiner natürlichen Augenbrauen. Macht es auch wirklich so, dass ihr den Schatten immer, das habe ich euch ja auch schon in diversen Augenbrauen-Videos erklärt, den Schatten, den ihr dahinter legt, immer in einer helleren Farbe machen. An manchen Tagen reicht mir das tatsächlich auch schon, dass ich das gar nicht so, ich sage jetzt mal, detailverliebt umsetze, sondern dass ich einfach nur so ein bisschen dichte. Und das mache ich tatsächlich auch immer. Und wenn ich alles andere weglasse, das ist das, was ich auf jeden Fall immer in meinem Gesicht mache. So wie andere Menschen sich nicht ohne Mascara aus dem Haus trauen, ist vielleicht ein ganz kleines bisschen übertrieben. Aber jetzt nicht ohne Mascara gerne das Haus verlassen, mache ich das sehr ungern ohne Augenbrauen. Jetzt setze ich dann nochmal so einzelne Härchen. Et voilà, es ist vollbracht. Seid übrigens herzlich dazu eingeladen, in die Kommentare auch zu schreiben, welche Make-up-Favoriten ihr so habt. Also das sind ja jetzt wirklich hier meine ganz persönlichen, die auch nicht nach Vernunft ausgesucht sind, sondern einfach nach dem, was für mich passt. So, ich mache jetzt hier unten noch, weil ich nicht gezupft habe, noch mache ich so ein bisschen sauber mit Make-up. Das hilft manchmal, wenn man nicht gezupft hat. Ich habe sehr, sehr wenig Härchen, die da unten wachsen. Deswegen bin ich tatsächlich so ein bisschen nachlässig mit dem Zupfen. Gebe ich auch ehrlich zu. Korrigiere nochmal hier unten den Rand und dann bin ich auch schon fertig. Jetzt kommt mein liebstes Augenbrauengel. Damit mache ich jetzt aber auch einfach nur noch mal so ein ganz kleines bisschen eine Definition der Härchen, dass das noch mal so ein bisschen lebendiger aussieht. Aber damit wird jetzt eigentlich gar nicht mehr viel erledigt. Jetzt habe ich hier so ein bisschen über den Rand gekämmt. Das korrigiere ich jetzt noch mal mit dem Make-up. Und jetzt kommen eigentlich nur noch die Wimpern dran und die Lippen. Das geht ganz schnell. Diese Wimpernzange liebe ich, das ist die Tweezerman Wimpernzange. Ach so, ich habe gar nicht den Stift genannt. Das ist der aufregende Name Brow Pencil in Neutral Brown von Dominique. Nee, Brow Frame heißt der. Das Ding ist, dadurch, dass ich jetzt wirklich meine täglichen Make-up-Favoriten genommen habe, habe ich, ich sage nochmal zwischendurch, Lash Paradise von L'Oréal Paris, nämlich auf den Wimpern. Ich finde, die macht eine extrem schöne, dichte, volle Wimper. Habe ich jetzt ehrlicherweise erst vor kurzem für mich entdeckt. Ich habe die schon mal früher ausprobiert, da hatte die aber noch ein anderes Bürstchen. Da hat sie mir gar nicht gefallen. Da fand ich die wirklich so, dass ich mal dachte, so, oh Gott, wieso lieben alle Menschen die Mascara, so, und jetzt ist sie mit neuem Bürstchen zurück. Das ist ein bisschen übertrieben, also so neu ist das Bürstchen auch nicht, aber sie ist jetzt auf jeden Fall, hat sie diese Sanduhr, so ein Sanduhrbürstchen, und seitdem ist die, also einfach ein kompletter Gamechanger, und da merkt man mal wieder, dass die Textur dann doch auch irgendwie nicht so das Allerwichtigste ist. Und jetzt wollte ich ganz kurz sagen, dadurch, dass es jetzt halt wirklich meine täglichen Make-up-Favoriten sind und ich nicht täglich, wenn ich mich schminke, Lidschatten verwende, habe ich jetzt gar keine Lidschattenpalette dabei. Was ich aber durchaus mache, ist, dass ich in den Bronzer reingehe und einfach nochmal so ganz kurz ein bisschen was in meine Lidfalte gebe, einfach um die so ein bisschen zu betonen. Aber das ist es dann auch. Also ich mache jetzt nicht jeden Tag hier das krasse Full-Face-Make-up. Ich gucke einfach, dass ich jeden Tag fresh aussehe. Und ich finde ja, es gelingt mir sehr gut. Sehr gut. So. Und auf den Lippen nehme ich den Matte Resistance Lippenstift. Also es ist ein Liquid Lipstick von L'Oréal Paris.
Den finde ich total toll. Ich muss sagen, dass ich den nur ganz, ganz dünn auftrage, damit er nur so ein ganz natürliches Lippenrot gibt. Ich starte in der Lippenkontur. Übrigens, wenn ihr einen Liquid Lipstick, je dünner ihr den auftragt, umso schöner hält er über den Tag. Je dicker die Schicht ist, umso gummihafter wird er mit der Zeit. Und ihr seht, wenn ihr da anfangt, die Lippenfarbe in der Kontur aufzutragen, dann habt ihr irgendwann nur noch ganz wenig am Applikator und könnt damit auch nochmal so, ja, die Outline gehen. Und dann wird die nicht ganz so fest und wird sehr viel natürlicher. Und am Ende habt ihr dann so einen wirklich schönen Lippenrot-Look. Und das ist dann schon mal die Grundlage. Und da gehe ich dann nochmal mit dem Squirter Plumping Gloss Stick von MAC drüber. Wirklich nur ganz bisschen, einfach nur, um so ein ganz kleines bisschen Glanz zu geben. Ich habe den in Schwarz, aber das ist vollkommen sekundär. Also das ist so ein Hauch von Schwarz oder Pink oder Grün oder Lila. Den gibt es ja in absurd vielen verschiedenen Farben. Aber ihr müsst da keine Sorge haben, dass das dann irgendwie opak ist und dass ihr dann am Ende schwarze oder grüne Lippen habt. Also deswegen seid ihr damit bestens aufgestellt. Und ich bin jetzt auch bestens aufgestellt. Übrigens, falls ihr euch fragt, warum ich das immer hier vorne so auseinander mache, das ist kein verlegener Move, weil ich irgendwie nichts Besseres mit meinen Händen anzufangen weiß, sondern hier vorne ist das Mikro und ich zeige euch mal kurz, wie sich das anhört, wenn die Haare drauf sind. Und deswegen mache ich das immer auseinander. Also, ich denke nur an die Connection von Herz zu Herz. Das ist jetzt der fertige Look. Ich hoffe, meine Make-up-Favoriten gefallen euch. Ich bin gespannt auf eure Make-up-Favoriten. Ich freue mich auf jeden Fall jedes Mal über unsere gemeinsame Zeit hier. Ich danke euch für alles, für all eure Unterstützung. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr das Video liked, wenn ihr das Glöckchen, wenn ihr den Kanal abonniert und das Glöckchen aktiviert, so rum. Und falls ihr mich zwischendrin vermisst, dann könnt ihr mich auf Instagram oder TikTok finden unter Frau Beauty oder auch auf meinem anderen Kanal Hautkanal. Ich freue mich, egal wo wir in Kontakt miteinander treten. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Zeit und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss! Vielleicht kommt das daher, dass ich als Kind von meiner Mutter nie ein Schulbrot bekommen habe. Das ist sozusagen jetzt, das ist das Schulbrot für Beauty-Enthusiasten. Jetzt kommst du wieder da rein.